In Slowenien haben Imker und Bienen Vertrauen zueinander. Nee, ich glaube nicht, dass es darum ging, das zu zeigen, wie Kunst den Menschen helfen kann, die Welt zu verbessern. Wenn überhaupt, ging es darum, wie Künstler ihre eigene Nutzlosigkeit bewerten. Darum ging es eigentlich. Die Perspektive der Künstler und sozusagen, was sie glauben, wie man jetzt irgendwie hier Hoffnung machen kann und so. Oder sagen wir mal, die Ohnmacht besiegen kann. Es ging um die Perspektive der Künstler. Man braucht keinen Schutz, um an Bienenstöcken zu arbeiten. Diese Bienenart ist sehr friedlich und überhaupt nicht aggressiv. Ewigkind, du kannst im Discord-Link posten. Ja, sie mögen uns. Rot ist die Königin. Das ist die einzige gesetzlich geschützte Bienenrasse der Welt. Ihre Erhaltung ist ein nationales Anliegen Sloweniens. Unsere Biene heißt Krainerbiene. Wir tun alles, um diese Art zu retten. Es gibt hier eine einzigartige Gesetzgebung. Imker dürfen keine andere Bienenrasse züchten. Ja, also ich fand zu dem Thema Bienen den einen Vortrag von Marc Benecke bei den Ossi-Imkern so geil, wo er ihnen erstmal klargemacht hat, hier, ihr mit eurem Klimageschwurbel kommt mal klar. Und außerdem, diese Monokulturen, hochgezüchteten Scheißbienen, die machen die ganzen Wildbienen kaputt und so. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass die Wildbienen, weil die nämlich die anderen Blumen und sozusagen Befruchtungsprozesse machen, die eure komischen ETPT-Bienen gar nicht betreiben und so. Ja, das ist bekannt. Also Bienen und insbesondere Wildbienen sind super wichtig, ne? Aber wir haben ja die Sache mit dem 6. Massenartenaussterben. Das heißt, macht euch da keine Sorgen, das mit den Bienen ist geklärt. Die sind schon so gut wie weg. I'm Tadeja Widmar. I'm coming from. Ich heiße Tadeja Widmar und komme aus dem Dorf Podplešivice in Zentralslowenien. Ich bin 23 Jahre alt und mache eine Imkerausbildung. Seit sie 16 ist, interessiert sie das geheimnisvolle Leben der Bienen. Die Bienenhaltung ist in Slowenien wie eine Art Poesie. Ich selbst habe eine Leidenschaft dafür. Ich beobachte die Bienen und bewundere ihre Erhabenheit. Da der Winter naht, müssen die Bienenstöcke gereinigt werden. Bevor die Völker in den Winterschlaf gehen, prüft Tadeja täglich, wie es ihnen geht. Der Bienenstock steht auf einer Waage, damit wir das Gewicht und die tägliche Honigproduktion verfolgen können. Gut gearbeitet. Hier ist der Honig. Jede Menge. Aber es könnte noch mehr sein. Ist trotzdem nicht schlecht, Tadeja. Ich lerne noch. Am schwierigsten ist es, den Rahmen richtig wieder einzusetzen. So ist es wohl okay. Tadeja studiert Zoologie und verbringt ihre Freizeit mit Zlatko, ihrem Mentor. In Slowenien werden junge Imker immer von einem Älteren betreut. Vor 7 Jahren habe ich ihn gefragt, ob er mir den Beruf beibringen kann. Damals wollte er die Bienenzucht wegen der wiederholt schlechten Jahreszeiten eigentlich aufgeben. Aber ich dachte, vielleicht ein bisschen naiv, dass er zu begabt sei, um einfach so aufzuhören. Heute verstehe ich seinen Standpunkt besser. Denn die Imkerei ist wirklich ein anspruchsvoller Beruf. In Slowenien stehen 170.000 Bienenstöcke. Dann sterben einem ständig die Völker weg. Es ist weltweit das Land mit den meisten Imkern pro Kopf.
Bienenzucht hat in Slowenien seit 400 Jahren Tradition. Anton Janša war der Star-Imker am Hof der Habsburger. 1775 hat er die erste Abhandlung über Bienenzucht publiziert. Aus Slowenien stammt auch die weltweit einzigartige Kunst der Bienenstockmalerei. Die Biene wird in diesem Land wie ein Juwel gehütet. Weltweit ist sie hochgefährdet. Die Sterblichkeitsrate der Bienen steigt dramatisch. In Europa verschwinden jährlich bis zu 40% der Völker, obwohl sie ein Garant sind für unsere Ernährungssicherheit. Fast 80% der Nutzpflanzen weltweit sind auf diese bestäubenden Insekten angewiesen. Doch Slowenien bildet eine Ausnahme. 2011 hat es als erstes Land Europas den Einsatz von Neonicotinoiden verboten, die für Bienen verheerende Auswirkungen haben. Jetzt ist Slowenien ein Zufluchtsort. Also vielleicht mal zur Einordnung, wegen hier Bodenleben und so und Mikroorganismen. Den Tag habe ich in der Küche so ein paar kleine Fruchtfliegen gehabt und die habe ich alle totgeschlagen. Und meine Tochter hat mich gefragt, warum die da sind. Also erst, nee, was mache ich da? So, ich so, hier, ich hau die kaputt. Und dann, warum und so? Und dann habe ich gesagt, na, die sind hier, die stören mich und so, die müssen hier weg. Und dann hat sie sowas gesagt wie, die sind ja, sind die sinnlos oder haben die überhaupt einen Zweck oder so? Und dann habe ich ihr erklärt, dass sozusagen eigentlich die Natur so ein Upcycling ist. Ne? Also wir haben irgendwie kleine Organismen und die sind eigentlich nur dazu da, Krümel und den ganzen anderen Scheiß, der sowieso nicht verwertet wird, aufzufressen und zu speichern in Form von Energie. Und dann kommt ein größeres Tier und frisst das auf, was vorher die Krümel nicht gegessen hätte. Und so cycelt man das ab. Ne? Und wir sind sozusagen am Ende dieser Nahrungskette. Aber wir machen ja jetzt dadurch, dass wir die sechste Massenartenaussterben haben und die Sache mit den Pestiziden nicht aufhören, machen wir das. Ne? Also wir machen zum Beispiel jetzt, wie minimal Mimi schon gesagt hat, wir machen den Regenwurm kaputt, aber wir machen auch alles andere im Boden kaputt. Ne? Und der Boden ist halt, ja, wie soll ich sagen, der hat Komplexitätsstufe sehr hoch und der stirbt jetzt weg. Ne? Dann verliert er seine Komplexitätsstufe und dann kann der auch schlechter Wasser speichern und so. Und dann gibt es ja diese apokalyptische Schätzung von der EU, ne? Dass wir in 30 Jahren 90% unseres weltweiten Bodens verloren haben werden. Durch Desertifikation, Erosion, Abspülen, ab ins Mittelmeer damit und das Massenartenaussterben selbst. Ne? Also die Mikroorganismen sterben. Der Boden wird abgespült und abgetragen und dann können wir auch, dann war's das, ne? Also das ist dann ist Ritze. 90% weg. Ne? Und das Einzige, was mir bekannt ist, was man tun könnte, wäre sozusagen Food Forest, Agroforest, Permaforest, Moore hochziehen und so ein Scheiß, ne? Das müsste man machen. Weg von den Monokulturen und so weiter und so fort. Aber was soll man machen? Das steht halt wirklich im Konflikt mit den Profitinteressen von Großkonzernen, ist doch klar. Ort für dieses Insekt. Dank der effektiven Maßnahmen hat sich hier der Bienenbestand innerhalb von 10 Jahren verdoppelt. Bienenstöcke gibt es überall, auf dem Land wie in der Stadt. Warte. Videovorschläge, ja. Ich kümmere mich um rund 50 Bienenstöcke an 12 Standorten in der Stadt. Das erfordert viel Logistik. Ich verbringe viel Zeit am Steuer. Gorast Truschnowetz arbeitet auf den Dächern von Ljubljana. Er ist ein Pionier der städtischen Bienenzucht und setzt sich für die Rettung der slowenischen Bienen ein. Ich muss prüfen, ob sie genug Reserven für den Winter haben. Im Spätherbst sind die Bienen am stärksten gefährdet. Bienen überleben den Winter aus verschiedenen Gründen nicht. Manchmal verlieren sie die Orientierung und finden nicht genug Nahrung. Manchmal hat die Königin ein Problem. Ich sehe die Königin nicht, aber das ist okay. Sie ist irgendwo in der Nähe. Ich werde sie nicht stören.
Das ist ein Grundsatz von mir. So wenig stören wie möglich. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, mitten im Wald. In einer idyllischen Umgebung, einem kleinen Paradies. Ja, pretty damn good. Das Problem ist aber, die Pestizide sind die Hauptursache. Es ist die Hauptursache für das Massenartenaussterben. Das ist jetzt mal der Punkt, auf den ich hinweisen wollte. Na, und da Rivard-Hacken der spieltheoretische Default ist, ist das Problem im Moment, dadurch, dass die meisten Agroflächen sozusagen durch Großkonzerne verwaltet werden, ist natürlich die Ausbeutung des Bodens und der Natur einfach mal der Goldstandard. Das ist halt jetzt einfach mal, ist, weiß ich nicht, also das ist einfach nur eine Bestandsaufnahme. Ich habe mein Architekturstudium in Ljubljana abgeschlossen. Dann bin ich Filmkritiker geworden und habe auch Drehbücher geschrieben. Ja, das sind aber alles Dinge, die damit zu tun haben. Bei all meinen früheren Jobs saß ich den größten Teil des Tages vor dem Bildschirm. Aber irgendwann hatte ich es satt, immer drinnen zu sein. In der Natur zu sein, hat mir gefehlt. Gorast ändert sein Leben, auch wenn es dadurch unsicherer wird. Sein Verdienst entspricht dem Mindestlohn von 900 Euro im Monat. Und er zählt die Stunden nicht. Manchmal fühle ich mich wie... Also die Großkonzerne sind ja wohl auch die, die sozusagen ein Interesse daran haben, dass sie weiterhin subventioniert werden durch die Staaten. Sie wollen von denen die Profite abschöpfen. Na? Und so wie die Regeln designt sind, sind kleine Bauern die, die die Nachteile haben. Und alle die, die zum Beispiel dagegen anstinken wollen, alternative Fruchtfolgen machen wollen, sozusagen Dinge, die nicht so viel Ertrag liefern, aber dafür nachhaltiger sind, bla 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 bla. All die werden... Für die gibt es keine Anreize. Das Anreizsystem ist ausgerichtet nach den großen Konzernen. Ja? Und es ist halt sozusagen im Kapitalismus völlig klar, dass Staaten und Konzerne in einer wechselseitigen Symbiose leben und sich gegenseitig brauchen und sich gegenseitig ablutschen. Die lutschen sich gegenseitig den Schwanz. So, das ist da halt das Ding. Wie eine große männliche Biene, die von einem Bienenstock zum nächsten zieht. Wenn meine Imkerei pleite geht, kann ich eine Umschulung zum Taxifahrer machen. Ich kenne alle Straßen und Abkürzungen und wäre ein guter Taxifahrer. Der Imker verkauft sein Produkt an verschiedenste Kunden, Banken, öffentliche Institutionen und Hotelgruppen. Am Ende des Tages trifft er sich mit der Direktorin eines Hotels. Hallo Gorast, wie geht's? Super. Dein Honig ist dieses Jahr ausgezeichnet. Danke. Die Bienen haben weniger Honig produziert, aber die Qualität war sehr gut. Was zuerst da war, ist klar. Zuerst war die Machtakkumulation, die ursprüngliche Akkumulation. Und die ist mit Gewalt einhergegangen. In dem Moment, wo Gewalt als spieltheoretisches Tool genutzt werden konnte, weil es sinnvoll war, in einem Gefangenen-Dilemma sie anzuwenden, seitdem hat sich das akkumuliert. Das war zuerst da. Konzerne kamen später. Da müssen wir den Bienen danken, nicht mir. Konzerne sind nur eine moderne Transformation, was wir damals irgendwie, keine Ahnung, Feudalherren genannt waren. Herrschaft war trotzdem immer pyramidal organisiert. Das Umweltsiegel und die Stadt Ljubljana wurde zur grünen Hauptstadt Europas ernannt. Wir wollen mit der Natur verbunden sein, auch wenn wir in diesen Gebäuden im Großstadtdschungel leben. Für die Bienen ist unser Garten auf dem Dach eine hervorragende Nahrungsquelle.
Bei der Analyse unseres Honigs wurden mehr als 70 Blütenpollenarten identifiziert. Für unsere Bienen zählt jede Blume in der Stadt. Deshalb hat unser Stadthonig seinen eigenen Geschmack. Auf dem Land werden manche Bienenstöcke nicht nur zur Honigproduktion genutzt. Es wäre so witzig, wenn zwischendurch irgendwo Slava Dzitek mit einem Hotdog in der Fresse rumlaufen würde. Und empfängt dort ihre Patienten. Wir haben einen besonderen Ansatz und bauen Häuser für die Bienen. Sie haben also ein Dach über dem Kopf. Man kann hineingehen und in ihrer Nähe sitzen oder liegen und ihnen zuhören. Hallo. Hallo, wie geht's? Wie geht's? Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Ja, 73. Okay. In der Apitherapie benutzt man Produkte lebender Bienen zur Behandlung von Krankheiten. Sie wird ergänzend und unterstützend neben der Schulmedizin eingesetzt, als zusätzliche Hilfe für den Körper. Das ist der Bienenstock. Riechen Sie das? Manwave, ist das jetzt ein Argument, dass die Konzerne irgendwie Arbeitgeber sind und dadurch Familien ernähren? Ist das ein Argument für irgendwas? Kannst du mir sagen, für was das ein Argument ist? Dafür, dass wir jetzt doch einfach nur alle untergehen und 60 Meter Wasserspiegel haben wollen und Biodiversität auf Null drehen. Ist das... Aber dafür haben wir jetzt Familien ernährt, oder wie? Riecht nach Bienen und dem Bienenstock. Wunderbar. Hallo, ihr Lieben. Jetzt geht's los. Machen Sie sich's bequem. Ja, Manwave, wir sind hier auf dem Kanal ein bisschen weiter. Bei uns geht's darum, dass wir die Herrschaftsverhältnisse identifizieren, die dazu führen. Diese Geschichte von den Konzernen, das sind nur Narrative. Die Konzerne sind nicht daran interessiert, Leute zu ernähren. Das ist nicht deren Ziel. Das ist ein Nebenprodukt. Konzerne haben nur dieses eine Ziel. Sie befinden sich in einem beinharten Wettbewerb ums Überleben mit anderen Konzernen. Und das Ziel ist, am Ende der letzte Konzern zu sein und alle platt zu machen. Und dann natürlich als Monopol die Preise zu diktieren. Das ist alles. Sie wollen einfach nur Kapitalakkumulation betreiben und reich werden. Das war's. Mehr müssen Sie nicht tun. Alles andere ist eine erfundene Geschichte. Okay. Und die Tatsache, dass Leute für Sie arbeiten, beweist doch nur eins, dass Sie sie ausbeuten. Die Konzerne beuten die Arbeitnehmer aus. Sie würden ihnen doch niemals ihren Lohn zahlen, wenn es sich für sie nicht lohnen würde. Setzen Sie die Maske auf und atmen Sie ruhig. Die Kombination der Bienenprodukte im Bienenstock ist perfekt. Ja, und dass die Bauern ausgebeutet werden, ist ja wohl klar. Dafür habe ich ja jetzt drei Videos gemacht. Ich habe drei Videos zu dem Thema gemacht, wo ich ganz klar diese Kette, diese Abhängigkeitskette skizziere. Der Endkunde ist abhängig und die Bauern sind abhängig. Und dazwischen steht der Verteiler. Und der Verteiler sind halt sozusagen die Konglomerate, die Cashflow umleiten. Die beuten alle aus. Und alle, die daran beteiligt sind, holen sich ein bisschen was vom Kuchen ab. Aber die Endpunkte, der Konsument und der Bauer, das sind die, die am meisten dabei ausgebeutet werden. Wir könnten es nicht besser machen. Das Einatmen der Luft aus Bienenstöcken wirkt sich positiv auf das Atmungssystem, die Nasenregion, die Lunge und den Rachen aus. Im Imkerei Produkte wie Honig, Pollen und Propolis müssen gemischt werden. Ich bin durch meine Mutter Apitherapeutin geworden. Sie sah mein Potenzial und hat mich zur Ausbildung angemeldet. Dann hieß es, Nina, du hast keine Wahl, du musst gehen. Diese Atmosphäre ist ein ganz neues Universum für mich.
Heute kann man in Apitherapie ein Staatsdiplom erwerben. Mhm. Für Nina ist diese Behandlungsform eine Ergänzung zur Schulmedizin. Honig gilt als das älteste Arzneimittel der Welt. Apitherapeuten nutzen ihn sogar für Massagen. Wir nehmen den Schlosshonig. Ich erwärme ihn in den Händen. Dann rege ich die Durchblutung an. Wenn ich zu stark drücke, sagen sie es. Das riecht ASMR. Mit einer Honigmassage kann man hervorragend die Auswirkungen von Stress reduzieren. Sie verschafft Linderung bei starken Menstruationsbeschwerden oder Kopfschmerzen. Ich habe den Rest abgewischt. Den Großteil des Honigs hat die Haut absorbiert. Ich wische nur den Zucker ab. Nina ist eine von 350 Apitherapeuten, die im ganzen Land praktizieren. Für sie ist es mehr als nur ein Job. Für mich ist es eine Trance oder vielleicht sogar eine Therapie. Ja, Kesor, das ist doch klar. Also warum sozusagen Heilpraktiker und dieser ganze Kram und warum das funktioniert, ist, weil da menschlicher Kontakt stattfindet. Ne? Das ist alles. Und Placebo natürlich. Aber der Punkt ist sozusagen, heutzutage gehst du in dieses Krankensystem rein und niemand nimmt sich Zeit für dich, du wirst krank und es ist furchtbar. Ne? Die Selbstheilungskräfte des Körpers werden sozusagen minimiert, weil alle Depressionen kriegen. Und da, die nimmt sich Zeit für dich. Es ist, als stünde die Welt still. Es gibt nur mich und meinen Atem. In Anwesenheit von Bienen ist alles leichter. Also Mainwave, ich würde sagen, Länder und Menschen, die arm sind, zeichnen sich dadurch aus, dass sie kein leistungsloses Einkommen bekommen. Also die Wahrscheinlichkeit steigt mehr da, wo mehr Leute weniger sozusagen, da wo Leute lohnabhängig beschäftigt sind, da sozusagen steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch arm werden und dass da mehr Arme sind. Na, also wenn ich jetzt in Baden-Württemberg rumlaufe, dann gibt es da mehr Leute, die leistungsloses Einkommen beziehen, weil sie Rentiersklasse sind, weil sie Wohnungen besitzen und Miete kassieren. Wenn du in Somalia rumrennst, ist das eben anders. Die Ausbeutungsverhältnisse sind die relevanten. Die zeigen sozusagen mit einem Pfeil dahin, wo die Armut herkommt und wo der Reichtum entsteht. Manchen dient die Biene zur Heilung des Körpers. Doch Gorast glaubt, sie könne auch der Gesellschaft helfen. Im Gefängnis unterstützt er Insassen auf dem Weg zur Wiedereingliederung. Dann ist er Imker und Pädagoge. Das ist das Gefängnis von Ljubljana am Stadtrand. Hier leite ich seit 4 Jahren das Projekt Honig im Gefängnis. Wir sehen uns den Bestand dieses ersten Bienenstocks an, der uns Probleme macht. Gorast und die Insassen sind besorgt. Das sind die härtesten Bienen. Die Varroa-Milbe hat die Bienenstöcke im Gefängnis befallen. Sie stammt aus Asien und hat sich auf der ganzen Welt verbreitet. Der Albtraum aller Imker. Varroa macht uns wahnsinnig. Ja, sie kann einen Bienenstock in wenigen Tagen vernichten. Auch wenn man Rauch nicht mag, den braucht man zur Vernichtung von Varroa. Man erhitzt das Gerät auf 200 Grad und gießt Oxalsäure hinein. Dann entsteht ein Gas, das für Varroa tödlich ist. Und den Bienen schadet das nicht? Nein, im Gegenteil. Es schützt sie vor Varroa. Imker sollten den Rauch allerdings nicht einatmen.
Deshalb trage ich eine Maske. Ich gehe lieber etwas zurück. Besser so. Mit der Rettung der Bienen möchte Gorast auch den Häftlingen eine Perspektive bieten. Ich wurde zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt und habe noch weniger als 2 Jahre vor mir. Seit mehreren Monaten lerne ich von Gorast. Früher dachte ich, Honig gibt es einfach so im Supermarkt. Dabei steckt dahinter das ganze Know-how eines Imkers. Wenn ich aus dem Gefängnis bin, möchte ich neben meinem Haus Bienenstöcke aufstellen. Bei meinem ersten Besuch im Gefängnis habe ich scherzhaft gesagt, eigene Lebensmittel zu produzieren ist wie Falschgeld drucken. Selbst Geld zu drucken ist natürlich illegal. Aber eigene Lebensmittel zu produzieren läuft auf dasselbe Ergebnis hinaus. Man ist unabhängig vom System und schuldet niemandem was. Bienenzucht als Lebenskunst verschafft Gorast ein Gefühl der Freiheit. Wer sich um Bienenstöcke kümmert, muss einen freien Kopf haben und Alltagsprobleme vergessen. Man konzentriert sich ganz auf die Bienen. Bei der Bienenhaltung kann man gut über das Leben nachdenken und ein besserer Mensch werden. Aha. Ja, das gilt eigentlich immer, sobald man mal sein Smartphone weglegt und einfach mal irgendwo sitzt und mal chillt. Also nicht jetzt zum Beispiel irgend so ein Schwarz-Weiß-Wichser sich im YouTube reinzieht zum Beispiel. Ab auf die Vaci Uca. Samstags ist Markt im Zentrum von Ljubljana. Mit seinen Kindern verkauft Gorast die Produkte seiner Bienenstöcke. Das ist frischer Pollen. 6 Euro. Im Kühlschrank aufbewahren. Seit einigen Jahren wird sein Angebot immer spärlicher. Mehr Honig habe ich nicht. Das Jahr war katastrophal. Ein Dasein als Imker wird seit einiger Zeit immer schwieriger. Unsere Honigproduktion geht immer weiter zurück. Man spürt den Klimawandel und wir leiden unter seinen Auswirkungen. Überschwemmungen und verspätete Winter führen seit einigen Jahren zu schlechten Ernten. Ja, oder gar keine Winter. Also ich meine, wart ihr mal draußen so? Mitte Februar? Die Honigproduktion von Gorast hat sich in 10 Jahren halbiert. Das ist das slowenische Paradox. Es gibt immer mehr Bienen, aber immer weniger Nahrung für sie. Seit 2-3 Jahren schlagen Wissenschaftler Alarm. Es gibt zu viele Bienen in unseren Städten. Ein Bienenvolk braucht zum Überleben viel Nahrung, rund 60 bis 80 Kilogramm Blütenpollen pro Jahr. Unsere Städte sind mittlerweile mit Bienen übervölkert. Die Gefahr einer Hungersnot steigt, weil es nicht mehr genug Nahrung für sie gibt. Wahrscheinlich wundern sich die Leute, wenn ich sage, vielleicht haben wir zu viele Bienenstöcke in der Stadt aufgestellt. Aber dann hat sich doch seine Frage schon selbst beantwortet. Also ich meine, es war keine Frage, es war eine Feststellung. Er hat doch gesagt, die letzten Jahre wird es immer weniger und so. Vielleicht sollten wir eine andere Lösung für die Umwelt finden und zum Beispiel Bäume pflanzen oder Hotels für bestäubende Insekten bauen. Imker suchen nach Lösungen, um allen Bienen das Überleben zu sichern. Ja, und die Ölkartelle zerschlagen, das wäre auch was. Tadeja Wiedmann übernimmt bald die Bienenstöcke ihres Mentors. Sie möchte mit neuen Methoden experimentieren. Ich habe jetzt ein gewisses Alter erreicht.
Tadea steckt voller Ideen und möchte alles ändern. Aber für junge Leute ist die Bienenzucht eine Herausforderung, denn man hat nur wenig Freizeit. Man muss immer 100% geben und kann da keine halben Sachen machen. In Slowenien sind Imker durchschnittlich 22. Das muss doch garantiert an der Menge liegen von Völkern, die sie da irgendwie kultivieren oder was. Also ich kenne Leute, die machen das als Hobby. Das ist kein 24/7-Grind. Das muss was mit der Menge zu tun haben. 60 Jahre alt. Zurzeit üben den Beruf noch vorwiegend Männer aus. Aber das ändert sich langsam und es gibt immer mehr Frauen. Es gibt auch immer weniger Amateure unter den Imkern. Immer mehr wollen die Bienenzucht zu ihrem Beruf machen. Tadeja ist mit ihren Schwestern auf einem Bauernhof aufgewachsen. In einer Bauernfamilie in dritter Generation. Nom, 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 ich probiere etwas Speckbrot. Als wir klein waren, haben wir von den Eltern gelernt, wie wichtig die Natur ist. Nicht nur wegen der Landwirtschaft, sondern auch wegen der Überschwemmungen, die es jedes Jahr in unserer Gegend gibt. Wir wissen, dass wir im Rhythmus der Natur leben müssen. Aha. Die junge Imkerin ist keine Bäuerin mehr wie ihre Eltern. Aber sie sucht mit ihnen nach Lösungen. Es fühlt sich toll an, den Boden zu spüren. Er ist weich und feucht. Tadeja überzeugte ihren Vater, die Felder ohne Pestizide zu bewirtschaften. Deshalb liefern sie den Bienen jetzt Nahrung im ganzen Jahr. Das ist Buchweizen. Der kommt den Bienen vor allem im August zugute, wenn sie bei anderen Pflanzen keinen Nektar mehr finden. Ich hatte vorgeschlagen, den Buchweizen für meine Bienen anzubauen, aber er ist auch gut für das Land. Papa, was magst du an Buchweizen? Er hält das Wasser in der Erde und verhindert Unkraut. Dadurch braucht man weniger Düngemittel und Pestizide. Er ist auch leicht anzubauen. Was, den Honig einfach nicht wegzunehmen? Aber das ergibt ja gar keinen Sinn für solche... Also, das ist ja, nein. Der Anbau von Buchweizen ist in Vergessenheit geraten. Dabei wirkt er wunderbar ausgleichend in der Natur. Mainwave. Habe ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf. Ohne Bienen gibt es keine Landwirtschaft. Und ohne Landwirtschaft gibt es keine Bienen. Bienenzüchter und Landwirte ergänzen sich. Das ist eine Art magischer Alchemie. Ist das jetzt gut, dass sie fleißig sind oder was? Also ich verstehe nicht, worauf du hinaus willst immer. Nochmal, wir haben einen Status Quo. Der Status Quo heißt, was die Menschheit gerade tut, ist, sie optimiert folgende Zielfunktion, nämlich Kapitaltransformation. Richtig viel Kapital machen. Und sie transformiert alles, was es gibt, zu Kapital. Alles, was vorher irgendwas anderes war, wird zu Kapital. Wir bemerken, dabei zerstören wir die Biosphäre. Und andere Menschenleben zum Beispiel. Und wir verhindern damit auch aktiv Fortschritt. Und jetzt sagst du, die sind aber fleißig. Ja. Und du sagst, die ernähren Familien. Ja. Ja, was ist denn? Ist das jetzt eine moralische Kategorie? Willst du hier eine moralische Diskussion führen? Oder geht es dir hier um irgendwas anderes? Worum geht es dir? Das ist doch die Frage. Du musst dich mal selber fragen, worum es dir geht, wenn du sowas laberst. Als nationales Anliegen versucht jeder Bienenzüchter, auf seine Weise zum Wohl der Bienen beizutragen. Nina Ilic besucht Schulen in Ljubljana. Schon im Kindergarten lernt man hier, wie das Zusammenleben mit Bienen gelingt. Seht mal, Kinder, ich zeig's euch. Riech mal.
Wir ziehen die Schuhe aus und gehen gemeinsam. Das macht Spaß, hm? Wir möchten, dass sie entdecken, wie Bienenwachs riecht und wie er sich anfühlt. Sein Geruch ist so besonders. Ich mache dir einen Pantoffel. Jetzt den anderen Fuß. Im Bienenstock gelten Regeln. Die Arbeiterinnen sorgen für das Überleben der Königin und des Volkes. Für Nina wie ein Spiegelbild der Gesellschaft. Zeigst du mir, wie eine Larve aussieht? Hier. Ja, sehr gut. Die Kinder sollen hier etwas über die Organisation der Bienen lernen, denn die sind uns aus sozialer Sicht sehr ähnlich. Sie arbeiten zusammen und diese Bindung macht sie stark. Manche Kinder haben zuerst Angst vor Bienen, aber die vergeht schnell. Hallo, Scardiff. Normalerweise haben wir Angst vor etwas, das wir nicht kennen oder verstehen. Aber wenn man mehr über die Bienen erfährt, geht die Angst zurück. Denn Bienen wollen uns ja nicht schaden. Nina hat bereits eine Nachfolgerin. Ihre 11-jährige Tochter lernt von ihr die Bienenzucht. Welchen sehen wir zuerst an? Den hier. Lieber die Königinnen. Nein, den hier. Okay, dann deinen zuerst. So wird die Familientradition fortgesetzt. Heute ist ein großer Tag für Tadeja. Sie ist Ehrengast auf dem slowenischen Imkerkongress. Ich bin die Honigkönigin bei diesem Fest. Jede Honigkönigin hat Anspruch auf ein maßgeschneidertes Kleid. Ich habe diesen Umhang gewählt. Honigkönigin 2023. Mit diesem Titel wird ihr Engagement für die Bienen belohnt. Können wir ein Foto mit dir machen? Klar, kommt her. Es leben die Bienen. Wer Honigkönigin werden will, muss viel über das Leben der Bienen wissen und die Kultur der Bienenzüchter in Slowenien sehr gut kennen. Hallo, ich suche meinen Platz. Scheint eine ganz schön große Industrie zu sein. Zu dieser traditionellen Zeremonie kommen Imkerverbände Kultur, aus dem ganzen Land. Jede Region hat ihren Verband und jeder Verband hat seine Flagge. So eine Szene kann es eigentlich nur in Slowenien geben. Die Präsidentin der Republik eröffnet die Zeremonie. Wir wissen heute, dass es ohne Bienen kein Leben gäbe. Honig belebt uns. Er ist eine Energiequelle. Lasst uns die Bienen lieben. Dann werden sie überall in unserem Land gedeihen. Das ist inverses Stockholm-Syndrom. Tadeja ist das Gesicht einer jungen Generation, die Bienen retten und erhalten will. Imker sind wie Bauern. Es geht nicht nur darum, sich um die Tiere zu kümmern, sondern vor allem auch um die Erde und der Natur all das zurückzugeben, was sie uns schenkt. Ich habe doch schon gesagt, Permafrost und Moore braucht man, Agroforest braucht man und man braucht Moore vor allem. Und man muss weg von den Monokulturen und natürlich alle Pestizide müssen weg, alle. Das habe ich schon gesagt. Das slowenische Modell erinnert uns daran, dass unser und das Überleben der Bienen untrennbar miteinander verbunden sind. Hallo, Gottesfreak.
Bienen jetzt. Die Bienen jetzt. Die Bienen jetzt. Naja, die Bienen da drüben bei Slavoj Žižek an der Uni. Obendrauf auf dem Uni-Gebäude sind garantiert auch Bienenstöcke dann, ne? So stelle ich mir das vor. So, Leute. Jetzt erstmal Bier holen, pissen gehen. Ihr wisst schon, was machen wir heute an? Wir machen heute... sowas hier. Bis gleich.